So. So, das Rohgestänge für den Käfig am Einstieg ist gesetzt worden, indem das ist das Gerinne, was sich unten befindet, hinter der ersten Treppe über dem Schachtdeckel. Und wir werden uns das jetzt mal ein wenig näher angucken, hier das Gelände, da ist noch nichts passiert. Wie ihr seht, muss das hier alles noch gerodet werden, die Bürgersteige werden dann abgesenkt und an die Kanalisation angeschlossen. Ja, hier liegt auch schon jede Menge Kabel. Diese Zustände hier am Hang und in den Parkbuchsen sind unter aller Sau. Insgesamt gesehen gibt es hier einige Abfallhorte. Na gut, aber schauen wir mal weiter. Und wir sehen das Ganze jetzt hier einmal in Richtung des ehemaligen 09 Parkplatzes, wo sich jetzt das Flüchtlingsheim befindet. Dort ist ein weiterer Kanaldeckel. Ich begebe mich mal jetzt mal hier in Richtung Tor. Nochmal einmal rauf. Bis nach oben runter. Dort seht ihr den zweiten Protego. Dort hinten, hinter dem Zaun, geht es hoch zum Fahrradfußweg. Dort wird dann die Treppe erstellt werden. Das Ganze wird ein Gelände umfassen, das sich dort hinten bis zu dem Parkplatz, das heißt also hinter den Schrägstützen, wo die Bühne hinkommen wird, erstrecken wird. Es gibt also jede Menge noch zu tun hier und da habt ihr noch einiges zu berichten, wenn ihr auch hier mal euch vor Ort hinbegebt. Ich gehe jetzt mal hier in Richtung Tor und das Ganze mal ein wenig näher aufzunehmen. Da seht ihr also den Aufstieg, unten rechts ist eine Tür direkt vor dem Aufstieg. Alles Weitere wird abgesichert gegen illegalen Aufstieg. Es könnte sein, dass, weiß nicht, was da unten noch dran kommt, ob das bis zur Betonplatte gehen wird, weil dort unten sehe ich gerade die Stützen, wo das mit festgeschraubt ist, mit festen Schrauben. Nur da könnten einige Limo-Tänzer natürlich noch unten durchschlüpfen. Wollen wir mal das nicht hoffen. Hoffen wir mal, dass das Ganze hier vor Vandalismus und weiteren Schäden verschont bleibt. Jetzt mal hier eine Runde, indem wir uns hier diesen Platz angucken. Ich denke mal, seinerzeit, als hier die Sanierungsarbeiten begannen und der Zaun gezogen wurde, wäre es eventuell ein leichtes gewesen, in einem Abwasch die Rodung vorzunehmen. Dann wäre jetzt nicht mehr so viel Arbeit, das Ganze jetzt hier zu entseuchen. Hier vorne hinter dem kleinen Wäldchen in der Kurve an der Emil-Weidt-Straße gibt es eben auch diese beiden leicht kontaminierten Flächen, wo direkt an der Straße eine
Hügel, Halde, besser gesagt zwei, entstehen sollen. Wir haben dann direkt hier in Filmrichtung, ich drehe mich einmal, in Bezug auf den Einstieg. Ich gehe jetzt mal auf die Höhe dieses Einstieges, gebe mich dann noch mal in die Nähe, könnt ihr das also sehen. Direkt von hier aus führt dann geradeaus in diese Richtung bis zur Emil-Weidt-Straße eine kleine Allee, die gesäumt werden wird von Laternen. Dort wird auch der Mast aufgestellt, an dem die beiden Spots zur Beleuchtung des Hollandschildes dort oben angebracht werden. 3000 Kelvin jeweils sollten dann ausreichen, um dieses Schild also nachts weithin sichtbar zu erhellen. Ja, hier haben wir nochmal das Wäldchen, Brombeeren ohne Ende, Birken, kleine Obstbäume, eben alles, was sich so ausgesät hat. Der Untergrund hier besteht eben halt noch aus Resten, Steinen. Hier sehen wir Schotter. Die Wildpflanzen haben sich hier auch netterweise auch angesiedelt. Dieser Sommerflieder hier ist im Verblühen. Gut, schauen wir da noch mal rein. Die Birke können Sie dann nehmen für das Richtfest, wenn hier alles fertig ist. Würde ich mal so lange dann da stehen lassen. Warum in die Ferne schweifen, wenn die Birke steht so nah? Sagen wir das mal so. Ja, wir sind also gespannt, wie es weitergeht. Der Aufstieg selber wird geregelt werden von Bo Marketing. Der wird keinen Eintritt kosten. Das Ganze muss geregelt werden, damit nicht Einzelpersonen sich da oben hin verirren und jeder meint, er könnte da hoch, wann er wollte, denn das ist gewaltig hoch. Während der Sanierungsarbeiten gab es da schon den Zwischenfall mit dem Selbstmörder, wo die Feuerwehr, die Höhenrettung und den Pfarrer anrücken mussten. Und dann haben wir halt die Kacke am Dampfen, möchte ich mal so schön sagen. Und die Verantwortung, die wird auch niemand übernehmen. Deshalb wird das hier jetzt gesichert. Der Aufstieg über Bo Marketing geregelt. Das Ganze soll hier fertig sein mit der Corona-Fristverlängerung im Januar 2021. Da wird dann alles durch die WEG endlich und hoffentlich an die Stadt Bochum übergeben. So. Begeben wir uns mal hier ein wenig in Richtung Fahrradweg, um euch das ganze Gelände noch mal zu zeigen. Wenn man so hier jetzt den Weg von der Lürenstraße zur Jahnstraße, also hier in Richtung Lürenstraße und dort hier in Richtung Leite, meiner kalten Heimat, in Richtung Jahnstraße. Ein wunderschöner Weg, parallel eigentlich zur Lorheidestraße und auch zur Weststraße. Wie bereits gesagt, hier gibt es ja verschiedene Zugänge, mehrere über die Jahnstraße, zwei von der Lorheidestraße, drei von der Weststraße und eben halt die beiden Straßen hier. Einmal die Erwin-Topp-Straße bei Reifen Longauer, übrigens toller Kerl, schon mehrfach mitgesprochen, möchte immer gut informiert sein. Und dann auch hier die Emil-Weidt-Straße. So, haben wir hier natürlich noch einige Spezialschilder, die umgelegt wurden. Ich zeige nochmal die ganze Fläche hier. Die streckt sich also über einen gewaltigen Bereich und ich finde den Bereich dann angemessen groß, um auch dort dann das Catering durch Herrn Knepper vom Knepper-Management der alten Lohnhalle dort zu beginnen, von O bis O, von Ostern bis Oktober. Noch einmal hier hoch. So, ich begebe mich mal weiter, muss nämlich jetzt arbeiten im Olympiastützpunkt. Wir haben das alles hier im Griff.
Das Stromaggregat, die Trafostation steht auch noch hier, sodass also kein Strommangel zunächst mal für die Gestaltungsarbeiten herrschen wird. So, schauen wir mal, wenn nur wer schaut, der kann auch sehen. Sehr angenehm hier bei dem Wetter durch die Gegend zu tackern, sehr erfrischend, man ist ganz alleine und kann sich hier alles mal in Ruhe anschauen. Hier die Wasserrückhaltebecken, nochmal ein herbstliches Bild und dann im Endeffekt jetzt. Hier wird eigentlich nur die Rasenkante gemäht, der Rest wächst und gedeiht. Auch nicht so schlecht. Moin moin. Moin moin, junger Mann. Hi. Ja, endlich mal. Da fährt er mit seinem Fahrrad. Letztes Jahr war mir Abitur gemacht, aber heute nicht sehr gesprächig. Wahrscheinlich hat er Wichtigeres zu tun. So, nochmal in diese Richtung. Hervorragend. So, hier hinter das Flüchtlingsheim mit den Containern, wo eben halt noch ein Vertrag mit der Stadt Bochum besteht. Und wir wollen dann mal sehen, wie das Ganze sich weiterentwickelt, wenn dieser Vertrag endet. So, auch hier mal die Backbordbäckerei, eines der größten, eine der größten Ansiedlungen hier jetzt auf dem Teil der Industriefläche ist. Es sind also Industriebetriebe angesiedelt, Backbord, Malzers und einige weitere. Ja, hier also Narrenhände beschmieren alle Wände. Im Endeffekt ist das wunderschön angelegt. Auch hier, wie ihr seht, wieder eine Blickschneise ganz im Hintergrund halt. Die Weststraße mit der alten Bebauung. Hier das Regenrückhaltebecken. Mittlerweile natürlich bedingt durch den Regenfall richtig schön gefüllt. Es fließt. Und wir kommen jetzt hier zum nächsten Querweg. Und zwar mündet der jetzt gleich, wenn ich hier jetzt rechts gehen würde, mündet der in die Emil-Weidt-Straße. Wenn ich jetzt gehen würde, kommt über das große Wasserhaltebecken zur Weststraße. Und die richtige Straße bin ich an der Schulstraße. So. Wie mir berichtet wurde, liegt dieser Teil hier, auf dem das Flüchtlingsheim jetzt ist, wesentlich höher als der untere und soll mit leicht kontaminiertem Material aufgefüllt worden sein. Darüber befindet sich ein Vlies und eine Folie. Und da musste ja damals schnell für die SG Wattenscheid 09, Uli Hoeneß Albtraum, war es seinerzeit, dass die SGW in die erste Liga aufgestiegen ist, ein Parkplatz her, um dem DFB-Bedingungen zu entsprechen. Der wurde dann hier mal eben kurz gebaut, um mit diesen alten Gestängen umgeben. So, wir kommen jetzt hier runter. Ihr seht also, hier geht es wirklich bergunter. Und der untere Teil in Richtung Loheidestraße, die ihr dort hinten seht, ist wesentlich tiefer. Ja, auf der linken Seite dann vor Nox in den alten Bauten auch, der Zeche Holland. Ja, wenn wir das Ganze mal hier anschauen, dann sehen wir also hier relativ miserablen Pflegezustand der ansässigen Firmen. Um das nochmal hier zu zeigen, wie das hier wirklich hochgeht von der Kante. Diese Emil-Weidt-Straße ist übrigens komplett saniert und sag mal hier schönen Gruß an den Ralf Kulik. Hier ist, arbeitet nämlich hier Freund aus Gelsenkirchen, ZIP, we drill harder, also so hart wie die bohrt keiner, meinen die, keine Ahnung, muss die sein. Hier nochmals alte Gebäude.
Lützig-Holland und hier auch Ritter von Reifen Longauer. Semperit Reifen, die Werbung ist ja schon mal genial da oben. Ein bisschen Werbung machen für Reifen Longauer. Hier nochmal einmal gedreht. Auch dieses Teil hat so seinen Charme, möchte ich mal behaupten. Kommen jetzt hier Zip Valve We Drill Harder. Total hart. Ja, und hier rein, dann halt noch weiter Richtung Jahnstraße und Langenbach. Auch jede Menge Schrott. Ich höre jetzt mal hier auf. So Leute, hier kommen wir gerade von der Leudestraße, vom Leudestadion. Ging jetzt hier in den Langenbach rein. Dort hinten die alte Siedlung. Auf der anderen Seite da hinten wieder diese alten Gebäude der Zeche Holland, Reifen Longauer und andere Firmen. Und hier gehen wir jetzt auf das Gelände wieder drauf vom Langenbach und kommen nun, wenn wir hier die Treppe hochgehen. Da unten ist die Jahnstraße. Dort unten in dem grauen Haus war früher Haus Christ, eine Kneipe. Dort hinten Zichenhäuser, Hollandstraße. Dort sieht man noch das Stellwerkhäuschen, total verschimmelt und beschmiert. Und des Weiteren geht man halt da hinten zur Heidestraße. Hier haben wir das mal zu zeigen, im Hintergrund, wo die Autos fahren, die Loheidestraße. Ein kleines Wäldchen angesiedelt und hier ist der Weg in Richtung Lührenstraße. Ging jetzt hier mal weiter. Dieser Weg führt parallel zur Jahnstraße bis zur Weststraße. Das ist eine alte Eisenbahnstrecke der Zeche Holland. So, die aus dem Gleisdreieck hinter dem Loheide-Stadion kam, wo sie eben angeschlossen war an den Verteiler in Richtung Westen, Zeche Zollverein, und zum Transport auf der anderen Seite dann zum Rhein-Herne-Kanal und weiter Richtung Wanne-Eickel. So, gehen wir mal hier ein Stück. Dort hinten der Ruhebau, ehemalige Pleitefirma Phenomenia. Moorhuhn, hier die alten Häuser, unter anderem auch, ich sage jetzt nicht wo genau, das Geburtshaus von Hans Köster. Und hier, also direkt mit Blick auf den Schwarzen Turm, oder er sagte, waren ja drei die Schwarzen Türme. Und ja, 346, der Witterschacht ist leider versteckt oben in Leitern der Kreierstraße hinterm Aldi. Boah, alles klar. So, schauen wir hier nochmal hoch. Also ist schön angelegt hier. Sehr grün. Und wie wir sehen, ist hier wieder keiner. Außer hinter mir, aber die zeige ich jetzt momentan nicht. Ja, sehr idyllisch. Hier heute das Laubfeld. Die Blätter verfärben sich. Gehen wir noch ein Stück. Jo. Kann jetzt leider hier keinen Zeitraffer einbauen und der Schnellste bin ich auch nicht. Mal hier runter auf die Vegetation. Im Hintergrund das Loheide-Stadion. Auch hier undurchdringbare Brombeerhecken, die halt am Rand so weit beschnitten werden, wie der Grasstreifen reicht. Dort hinten auch wieder, war ich vorhin schon, Backbord, Riesenfirma mit der Bäckerei, wird nachts gebacken, hell erleuchtet, Biobrot, samstags auch im Werksverkauf. Da kommt das Fördergerüst Schacht 4 schon wieder zum Vorschein.
Wir nähern uns. Ja, bitte. Hier auch, hier unten, eigentlich im Sommer undurchdringlich, dahinter eine gewaltige Partyfläche, da ist noch eine Wiese mit einer Couchgarnitur und alten Gartenstühlen. Auch hier die Wälle, die aufgeschüttet worden sind, decken zumeist kontaminiertes Gebiet ab. Ja, steigen wir mal hier hoch, dann sehen wir ein bisschen mehr von der Landschaft. Das hier ist die Wiese, die ich meinte. Zu linken dann, wo es ein bisschen undurchsichtiger wird, finden die Party statt. Da hinten auch noch einige Gasaustauscher. Und hier sind wir jetzt auf diesem Hügel, der von Hundeleuten sehr gut frequentiert wird. Dass das da unten genutzt wird, sieht man hier an den Trampelfaden, die sich durchs ganze Gelände schlängeln. Ja, das ist auch noch interessant. Hier die zweite Landmarke. Auf Gelsenkirchener Gebiet schon eingesäumt von dem Flutlichtmast des Lohheide-Stadions. Die Halde Rhein-Elbe mit der sogenannten Himmelsleiter. Ja, die wurde silber angesprüht und ist dann für 15.000 Euro auf Bitten und Drängen der Erben dann wieder in den Originalzustand versetzt worden. Das hat 2 Monate gedauert, da war die wieder zugesprüht mit irgendwelchen dummsinnigen Sprüchen von irgendwelchen kleingeistigen Blagen. Tja, was wollen wir machen? Zeichen der Zeit. So, jetzt kommen wir hier wieder an die Wegkreuzung. Bin hier runter. Nochmal hier Panorama der noch restlich vorhandenen Ziegelgebäude, sieht ja archramponiert alles aus. Einige Fenster sind durch Glasbausteine ersetzt, andere wiederum mit Blech zugehämmert worden. Jede Menge Schutt und Abfall liegt dahinter. 40 Jahre alte Paletten, was weiß ich da noch alles, aber lasst es mal machen. Ist auch noch so eine Sache, dass man hier natürlich, wenn man das hier als Attraktion anbieten möchte, in dem relativ aufgeräumten weiteren Gebiet auch mal die Anrainer bieten dürfte, was zu tun. Eventuell nochmal die andere Richtung, Richtung Leite, Richtung Jahnstraße. Nochmal ein leichter Schwenk. Ja, schauen wir mal hier, wo wir hier noch rauskommen. Ja, schauen wir. Auch sehr schön hier. Diese 3 Kiefern, die hier stehen, oder mehrere natürlich, 3 hatte ich jetzt hier in der Kamera. Gehen wir langsam unter. Schöne Motive, die man hier hat. Jo. Jetzt sind wir hier unten angelangt an den Betonplatten, die eingesenkt worden sind. Kommen jetzt zunächst mal hier wieder hin. Hier stand ich ja vorhin schon. Da geht es wieder runter. Und hier auch Problem mit den Müllkörben, die immer sehr unregelmäßig leergeräumt werden. Und dann kommt das hier also durch den Wind und durch Vögel wird das hier alles schön verteilt. So. Jetzt gehen wir hier noch runter Richtung Weststraße wieder und kommen in Richtung des großen Rückhaltebeckens. Hier auch nochmal ein sehr schönes Motiv, denke ich, mit den verfärbten Blättern an den Bäumen, blutrot, wohingegen die anderen
mit dem Grün dahinter den Kontrast bilden. Ja. Ja, was hier jetzt kommt, ist eigentlich nicht mehr so richtig spannend, aber schauen wir mal noch ein wenig. Wir machen hier nochmal ein Abschlussbild und beenden dann den Film für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Glück auf!